So. Die letzte Mission packen wir dann auch noch, oder? Auch wenn die Aufnahme jetzt dann ein bisschen über 3 Stunden lang wird. Weil das letzte Level auch nicht unbedingt so kurz ist. Yo, Vambald. There's nowhere to run. I knew you'd come. You've totally checked up Omega Land. You killed the trees and dried up the lakes and turned everything into wasteland. How could you do that just to satisfy your own twisted ego? I find you amusing. Everything requires energy to live. It is the natural order. Von Bold is quite right. We are simply doing what comes naturally, what any other living thing would do. You're talking crazy. Let me ask a question, dear one. What does it mean to live? Huh? All living things take energy. Take it from the outside world. It's how all creatures are able to live and grow. What the heck are you trying to say? Stop wheezing out this hogwash. Nourishment eating. You consume something that it may extend your life. That's what all living things do. Even plebeians such as yourself breathe and eat and drink, correct? We do the same, but our food is simply Omega Land itself, its energy. Yeah? You big fan of dirt sandwiches? No, I need all of Omega Land's energy to preserve my allure. It takes a tremendous amount of power to seize and keep eternal beauty. If I absorb the life force of this pathetic land, I could stay in forever. So, you're trashing Omega Land just to preserve yourself? We have taken the trouble to amass all this energy. And now, you leave me no choice. I will use this energy, use it to annihilate you all. What? Hey, what's going on? He's acting weird. I've used the energy stored in the Black Obelisk to fuel my frail body. I feel like I have the strength of 10 men. Each of whom possesses the strength of 10 men. Get them, Iusium. Feast on them. Consume the weak-minded fools. Devour all the energy left on this planet. Leave nothing behind. Eek. Dude, psycho! Look at the size of that thing! Behold the sheer magnitude of it! I call this massive osium the Grand Bolt, and I will use it to swallow you whole. Once I do, I will suck Omega Land dry and take its energy from myself. Dude, you couldn't be more of a loser! You only care about yourself, you're not thinking about the land or anyone else. That kind of thing will only lead to your own destruction. Shut it, boy. Your inane hipster slang is an affront to my ears and a waste of my time. Slink home while you still can walk. Oh snap, you showed me meat back. Consider yourself served with a subpoena of pain. Yeah. That's Lawyer-Style. Ja, und weil es die letzte Mission ist, mache ich die auch mit Jake und Rachel. Einfach, weil ich's kann. Bei Rachel muss ich nur noch ein paar Skills reinmachen, weil sie hat einen 4. Skill bekommen und sie kriegt den Comtower-Skill. Ja, das ist ziemlich alles, was ich brauche, denke ich mal. Jupp. Auf der unteren lasse ich sowieso Jake kämpfen, weil schaut euch das mal an, das ist so viel Ebene. Da kann ich nur Jake nehmen. So, und bevor ich hier weiter rumlabere. Mission 28 means to an end.
You know, none of these missions have been easy, even the early ones. I've cheated death a thousand times, and sometimes I got scared that I cried. But you've always been with me, whether we were on the battlefield or in some meeting. You play it cool, but you've always backed me up. Oh, well, you know, I mean, I have to follow orders and stuff. You made me happy. I mean it. It was like having a younger brother. What? A younger brother? Huh? What? You're not happy with that? No, dude, it's fine. Wait, I mean, no, I don't mean dude, I mean... Oh, man, I'm screwing this up. Well then, this will be my last order as your co. You must make it out of this battle alive, and bring your report to my office when you're done, okay? Yeah, let's do this thing, and go home alive. Ich muss diese Mission einfach immer mit den beiden machen. Die obere Front kann ich diesmal nicht steuern, egal ob weil ich über die AI hier keine Kontrolle habe. Ich muss Rachel einfach machen lassen. My lord, I have placed the remaining units near the crystals on the second front. These crystals generate force fields that guard the Grand Ball's weak points. Oh, and if those knouts approach the weak points, they will be eaten by Osium. Little do they know that substance spews from the Grand Bolt every few days. I can just imagine the panic faced. Excellent. In 24 days, the Grand Bolt will be large enough to consume Omega Land. And when that happens, those miserable insects will be powerless to stop me. Even the combined might of the Black Hole and the Allied forces would be nothing. On the 24th day, I shall become immortal. I will be the most powerful being ever. And I will be the most lovely being in creation. Then again, I already am. So, Comtowers brauche ich gerade noch nicht, deswegen kann ich ja erstmal ein bisschen aufräumen. Ist auch einer der Gründe, warum ich da oben so gerne Rachel nehme. Einfach weil sie ihre Einheiten so verdammt schnell reparieren kann. Das bringt sie in dem, was sie da oben hat, nämlich ziemlich stark. Vor allem deswegen. Sie kontert komplett ihre Gabe aus mit ihrer Reparatur. Zieht ihr nur das Geld ab. So.
Nigel kann sich da oben eigentlich auch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Rachel so richtig los da oben. Da schießt sie gleich noch eine Rakete hinterher. Greife ich lieber von der Ebene als vom Wald aus an. Jeder einer, die da oben vernichtet wird, ist ein großer Fortschritt für Rachel. Candy kann nichts nachprovozieren. Setzen.
sie uns so verdammt viel mit Infanterie machen. Theoretisch lässt sich die Mission auch mit Tamey und Eagle spielen. Ich hätte gerne noch zwei weitere Kopter da unten. Schadet hier in diesem Fall jetzt auch definitiv nicht. Langsam muss ich auch anfangen, ein paar Panzer zu bauen, wenn er mir jetzt schon mit Anti-Air anrückt. Da hinten eigentlich alles recht, solange die nicht die Flughäfen einnehmen. Schickt lieber noch ein paar Kopter da nach unten. Die wird da oben Rachel noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und wie gesagt, je weniger Einheiten sie kriegt, desto leichter wird Rachel es haben. Aber sie muss die Einheiten komplett vernichten. Weil sonst wird sie einfach reparieren. Dann kann ich hier noch von dort angreifen. Ich
langsam mal einkreisen. Zur wichtigeren Front, die da unten. Das ist ohne Witz wirklich die wichtigere Front. Solange dort Infanterieeinheiten sind, besetzen können, kriegt der da oben mehr Geld. Wenn ich das da unten besetze, wo ich dann wahrscheinlich noch bald noch ein paar Infanterieeinheiten runter schicken werde. Ich habe dort jetzt sogar schon einen Flughafen. Okay, den Copter kann ich jetzt da oben lassen. Ja stimmt, ich könnte ja sogar darüber schicken auf die andere Front. Auf jeden Fall werde ich jetzt mich nach oben, also nach Norden expandieren. Ja, gut, sofern es da noch was zu expandieren gibt. Das Einzige, was das gibt, sind die zwei Basen, die er hat.